Kennst du noch meinen Nachbarn Jonas? Letztens komme ich gerade nach Hause, lege so meinen Mantel ab und ziehe die Schuhe aus. Da höre ich aus dem Treppenhaus, wie er laut krakeelnd am Telefon irgendwas schwafelnd immer näher kommt. Und ich bin da immer neugierig bei sowas und hielt so mein Ohr an die Tür. Und da konnte ich verstehen, was er so von sich gab. Anscheinend telefonierte er mit irgendeinem Kumpel oder so. Jedenfalls lästerten die beiden wie irre und lachten sich darüber schlapp. Und ich hörte so Sachen wie, Frauen können nicht parken, Muslime sind alles Terroristen, die Polen klauen immer, so quasi als ob er das Vorurteile-ABC einmal runterleiern wollte. Mäh, eigentlich wollte ich ja in Ruhe essen gerade, aber das konnte ich ihm jetzt nicht durchgehen lassen. Also stand ich, als er hochkam, bereits bereit, um ihn abzufangen. Jo Jonas, er guckt mich blöd an. Was ist denn? Komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Und ehe er sich versah, saß er vor meiner Tafel. Überschrift, Stereotype und Vorurteile. Und er hatte keine Wahl, entweder er steht das jetzt durch und rafft das, oder ich gehe petzen. Und das wusste er, also fangen wir an. Um zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem Stereotyp und einem Vorurteil ist, schau dir das hier bitte mal an. Also ein Stereotyp ist quasi so eine Art Schublade, in die du ein Objekt, eine Person oder eine Gruppe steckst. Und diese Schubladen sind dann nach Merkmalen sortiert. Anders ausgedrückt sind Stereotype also generalisierte Überzeugungen und Meinungen, die kognitive Komponente, wenn man so will. Ein Vorurteil ist die darauf aufbauende Bewertung und emotionale Reaktion. Vorurteile können positiv und negativ sein. Sie sind dann sozusagen die emotionale Komponente. Und eigentlich sind beide ganz nützlich. Sie verringern Unsicherheit, vereinfachen komplexe soziale Konstrukte, sie machen die Welt überschaubar. Und auch für den Einzelnen, sie können das Selbstwertgefühl verbessern und dem einen oder anderen als Kompensation dienen. Man redet sich selbst schön, indem man den anderen schlecht redet und schon fühlt man sich besser. Außerdem ist das auch toll für das Gruppengefühl, das Gefühl dazuzugehören. Menschen, die die gleichen Vorurteile haben, mit denen haben wir ja wahrscheinlich auch insgesamt viel gemeinsam. Oder ist das auch nur ein Vorurteil? Naja, aber es ist eben nicht alles gut an diesen verallgemeinernden und vereinfachenden Bewertungen. Wenn wir uns schönreden, indem wir andere schlecht reden, reden wir ja auch immerhin andere schlecht. Und wir machen das die ganze Zeit, also dieses bewusste und unbewusste Bewerten. Immer wenn wir jemandem ins Gesicht schauen, werden aus dem Gesichtsausdruck Stimmungen und sogar gesamte Persönlichkeitseigenschaften in Windeseile von uns abgeleitet. Und das kann schon durch sehr einfache Veränderungen geschehen. Mundwinkel nach oben, der andere ist gut gelaunt und eher sympathisch. Mundwinkel nach unten, der andere ist entweder traurig oder böse und eher unsympathisch. Er könnte ja Stress bedeuten. Und wenn du, Jonas, nun das Vorurteil hast, dass alle Frauen nicht parken können, Muslime alles Terroristen sind und alle Polen klauen, dann ist es ein Problem. Da du nun riesige Gruppen in diesen Schubladen hast und sie sofort alle damit assoziierst, wenn du sie siehst. Ich meine, im Fall der angeblich nicht parken könnenden Frau ist das nicht so ein großes Ding. Aber alle Muslime sind Terroristen? Das ist ein perfektes Beispiel für ein absolut dummes und negatives Vorurteil, welches vielen Menschen sehr viel Leid bereitet. Willst du wirklich jedes Mal, wenn du jemanden für einen Muslim hältst, ihn auch für einen möglichen Terroristen halten? Das ist für dich schon eine große Einschränkung, aber denk einmal daran, was das erst für eine Belastung für den Betroffenen ist. Denn in Wahrheit sind ja natürlich nicht nur Muslime Terroristen. Und vor allem nicht alle. Terroristen sind eine extreme Minderheit und vor allem sind ja gerade Muslime von ihnen bedroht und somit absolut gegen sie, weswegen dein Denken auch eine große Beleidigung ist. Das geht dann fließend über in das Thema Diskriminierung. Na gut, aber dazu schnappe ich dich dann ein anderes Mal. Aber ich hab's doch verstanden jetzt. Ja, glaubst du. Naja, aber danke, dass du zugehört hast. Du kannst eigentlich gehen, wenn du magst. Warum müssen Leute wie du immer so eine Klugscheißer sein? Das lässt er mir noch zurück, als er schon fast an der Tür ist.
Und ich sag, tja Jonas, das liegt daran, dass blonde Menschen immer so dumm sind. Und? Wie fühlt sich das an? Er guckt nur blöde. Und ich sag, chill, war nur Spaß. Mach's gut und bis bald.